Ja, Freunde, mal eben eine kleine Newsmeldung zum Ende des Tages in die Nacht rein. Und zwar wurde Assassin's Creed Victory angekündigt, der sechste Teil innerhalb von 2 Jahren, laut PlayNation, wurde angekündigt und spielt in London. Es gibt auch schon erste Screen. Es gibt gleich mein Mikrofon um, es gibt schon erste Screenshots und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, Ubisoft lässt sich da viel zu wenig Zeit. Es soll schon 2015 erscheinen, so wie zum Thema, sie lassen sich mehr Zeit. Aber gut, ich freue mich trotzdem. Ich bin wieder gehypt von dem Spiel. Weißt du, seit 10 Minuten habe ich es erfahren oder so, ein bisschen nachgegoogelt, ein bisschen mehr, aber es gibt echt noch nicht viel dazu. Auf jeden Fall, das Spiel in London heißt Assassin's Creed Victory. Spielt im 19. Jahrhundert, das kann man vielleicht noch sagen. Und ja, das wollte ich eigentlich nur kurz als kleine Meldung sagen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Jetzt wieder ein neues Assassin's Creed, jetzt nachdem Unity so ein Debakel war. Ob das jetzt so förderlich ist, ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise, ob man das jetzt schon enthüllen sollte. Ob das jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen wieder alte Seiten, alte Schatten da aufruft mit Unity. Also, dass die wollen sich ja mehr Zeit lassen. Jetzt wird sofort wieder als angekündigt. Also, ob die jetzt daraus gelernt haben. Allein schon durch die Aktion. Ich bin mir nicht sicher, aber ich freue mich auf jeden Fall. Bin gespannt auf weitere News. Aber diesmal werde ich nicht zugreifen. Ich werde es mir auch nicht vorbestellen. Ich werde es nach dem Release dann kaufen, wenn es gut ist oder wenn es mich anspricht. Weil so einen Fehler wie Unity mache ich nicht noch einmal. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend und haut rein. Macht's gut. Ciao.